Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir schon wieder was gekauft. Ich habe meinen Roller dafür verkauft. Ich weiß nicht, ob die Perspektive so geil ist. Aber ich persönlich finde es ganz geil. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Und zwar handelt sich es um dieses schöne Objekt der Begierde. Eine Honda HM Moto, auch bekannt als HMCAE, schlagt mich tot, irgendwas. Ja, auf jeden Fall mit AM6 Motor. Und ich habe jetzt nur das kleine Problem, irgendwas stimmt da nicht. Die springt an, geht wieder aus, irgendwie irgendwas mit der CDI-Masse, irgendein Elektronikdreck. Das Problem gilt es zu beheben, weil das ist aktuell mein Daily. Die ganzen anderen Drecksdinger stehen da hinten in der Ecke. Heute geht es um die hier. Das soll auch gar nicht so viel auf meinem Kanal repräsentiert werden, sondern eher so als kleines Nebenprojekt. Auf jeden Fall geht es heute darum. Ich habe jetzt eben hier schon bei Action so ein cooles Multimeter geholt, um halt die Zündspule durchzumessen, um das Zündkabel durchzumessen, Zündkerzenstecker durchzumessen, weil irgendwie hat die ein Elektronikproblem. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch anspringt. Ich kann es euch vielleicht zeigen. Steht auf Reserve. Gucken wir mal, ob sie will oder nicht. Tada. Ja. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Und das Problem werden wir heute hoffentlich regeln. In der Garage sieht es wieder aus wie ein Haufen Scheiße, weil wir haben wieder viel zu viel Kacke bekommen. Grüße geht raus an die Jungs aus dem letzten Video, wo wir auch die Booster hier von Niklas geholt haben. Er hat die gestern schon angefangen zu zerlegen, falls man hier irgendwie was sieht in diesem Haufen Mülleimer. Hier ist schon der Tank, den hat er schon ausgebaut und sauber gemacht. Den kann man auf jeden Fall wieder anfassen, ohne dass die Finger wirklich dreckig werden. Also, das geht auf jeden Fall jetzt wieder. So, den Zeitraffer habe ich jetzt nicht gemacht, weil wie gesagt, den Tank da einmal abstöpseln unten und ne. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall, das hier ist meine Zündspule mit CDI, ne. Kabel geht hier raus, bla bla bla. Hier ist mein Massepunkt, Zündkabel, das Gerät steckt schon im Stecker und dann habe ich mir hier gestern ein super tolles YouTube-Video angeguckt. Und die Zündspule messen, ne, plus in der Zündkabel und minus an die Masse. So, soll zwischen 5 und 6 Kilo Ohm haben. Jetzt habe ich hier das Gerät eingestellt, ob man das jetzt hier vernünftig sieht, ist die andere Frage. So, habe ich das eingestellt. Wenn ich jetzt mit dem Masse-Ding an den Masse-Point bei mir gehe, habe ich 8,92 Kilo Ohm. Soll doch nur zwischen 5 und 6 haben. Oder verstehe ich das jetzt richtig? Weil ich habe es eben bei der hier ausprobiert. Die hatte ich nämlich gestern aufgebaut, damit lief sie noch schlechter. Die hat auch nur 3 Kilo Ohm. Also die ist wahrscheinlich Fritte, die ist kaputt. Schlauer als vorher bin ich jetzt nicht. Aber gut, wir machen mal weiter, ne? So, seit der letzten Szene sind ein paar Wochen vergangen. Es ist viel passiert an der HM, was ich einfach Offcam gemacht habe, weil lohnt sich nicht. Weil auch viele Probleme da waren, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wie ihr seht, ich habe die Werkstatt umgebaut mit den Jungs. Philipp ist auch am Start, der zeigt hier schön seinen Arsch. Genau, wir haben jetzt die Werkbank praktisch direkt hier vorne stehen, weil wir dann einfach mehr Licht von draußen haben. Und haben die Regale jetzt hier beide so an die Seite gestellt. Und die Couch nach hier hinten, die stand ja vorher da. Und die Werkbank stand da hinten in der Ecke. Sieht auf jeden Fall jetzt alles ein bisschen geräumiger aus, würde ich sagen. Hier kann man jetzt auch vernünftiger drin schrauben. Auf jeden Fall mit zwei Mopeds locker. Hier steht gerade Justin seine Booster, die muss jetzt sind wir am fertig machen. Genau. Motor aufbauen alleine locker. Easy. Nice. Das wird die Zukunft. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die HM. Die sieht sehr schön aus. Sehr schön, sage ich.
ist sie nicht wunderschön. Also die Lichtmaske ist natürlich noch die drauf war. Neuen Plastik bzw. einen gebrauchten Plastiksatz von eBay. Das ist, sind die Plastics von der CR125, Baujahr 2005. Die passen Plug and Play drauf. Wie gesagt, keine neuen Löcher bohren müssen. Einfach, diese Langlöcher hier sind übrigens original. Ne, keine neuen Löcher bohren müssen. Alles hat Plug and Play drauf gepasst. Neuen Sitzbankbezug, ich weiß nicht, ob der im letzten Video auch schon drauf war. Wie gesagt, das ist ein bisschen was her. Habe ich jetzt einen Shorty aus dem originalen Auspuff gemacht. Sehr geilen Sound. Philipp, deine Meinung? Sehr geil. Sehr geil. Würde ich auch so sagen. Und wir warten jetzt, bis die Straßen noch ein bisschen trockener sind. Und dann machen wir uns mal auf den Weg ein Röntchen drehen, wa? So, bevor wir nochmal losfahren, melde ich mich gerade nochmal. Ich habe ganz vergessen, aufs Setup jetzt einzugehen. Wir haben jetzt den 50 Kubik Ersal Sport oder Racing, ich weiß es nicht ganz genau, den jetzt gepaart mit einem 21er Vergaser und halt Sportluftfilter im originalen Luftfilter drin, irgendein Sportauspuff mit dem Shorty jetzt drauf, was war denn das für eine Membran, ich glaube Original oder Glasfaser, irgendwie sowas, ja, dann Übersetzung Original komplett. Wird aber auch noch geändert. Und ich sag euch, das Ding schiebt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das mit dem Ersal 50 Kubik und dem 21er Vergaser so gut funktioniert. Das harmoniert wirklich schön. Die hat untenrum Power, die hat obenrum, die schiebt dich ganz woanders hin. Das werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir fahren. Und ich hoffe, die hält, weil das ist dann jetzt auch die erste Probefahrt, die ich gleich mit ihr wirklich mache. Also richtige Probefahrt. Bin ich mal gespannt, ob ich liegen bleibe. Darum muss ich mich noch kümmern, der kommt nämlich immer raus. Ach so, kein Sprengring vor oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich muss sagen, sie läuft an sich echt gut. Echt? Ja, also klar, ne, durch dieses riesen Kettenblatt hat die halt, ja. Geht die schnell nach vorne, aber bei 80 passiert halt nichts mehr. So 80, 90 passiert halt nichts mehr. Klar, ja. Viel weiter vor mir. Ja, oder der Tacho geht falsch, ich habe keine Ahnung. Die schiebt mächtig. Man sieht. Scheppert auf jeden Fall ordentlich.
halt scheiße. Hä? Mein Internetverbindung ist scheiße. Ja, die müssen wir noch mal machen. Haben wir gleich Zeit, wenn es wieder regnet. Hä? Haben wir gleich Zeit, wenn es wieder regnet. Also, ich fahre die Karre jetzt mal ein bisschen unterzugig, damit man mich vielleicht eventuell versteht. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und schreibt mal in die Kommentare, wie sexy bitte diese HM-Moto aussieht. Also als 50er so eine Karre zu fahren, einfach anders geil. In dem Sinne, haut da rein, bis zum nächsten Video. Ciao.